Wir huldigen dir. Ciao, was? Buon venuto? Venito? Buon venuto? Ja, hallo und herzlich willkommen. Das war klingonisch. Nein, das war ja bei der Maus, falls du es mitbekommen hast. Ja. Das war witzig. Wir machen jetzt direkt mal hier weiter mit den nächsten Kleiner Türen. Hinweis übrigens noch. Ja. Du hast in der letzten Folge davon gesprochen, unten das Sternsystem Wich oder sowas anzuvisieren. Was du da zum Beispiel auch machen könntest, wäre einen Außenposten errichten, was keine richtige Kolonie ist, sondern wo du nur ein kleines Außenpostenschiff brauchst, was da hintuckert und wo du mehr oder weniger eigentlich nur zum Auftanken dann hinfliegst, was deine Reichweite aber eben erhöht. Ja, das würde ich dann aber von hier aus ja machen, oder? Oder kann ich ein Außenpostenschiff, so ein Schiff überall bauen? Und kannst dann, du in jeder Kolonie, glaube ich, bauen, ja. Dann baue ich das doch hier, wo meine Produktion so. Ich müsste doch jetzt einen Nahrungsüberschuss haben, ja. Durch diese. Jeder Farmer. Wobei jeder Farmer macht mehr Dinge, muss ich das erst bauen? Was jetzt? Ich habe doch jetzt vorhin die Technologie geholt. Bohnen, ach so, die muss ich erst bauen. Ja, das passiert leider nicht automatisch. So, dann machen wir so. Will heißen, das müsstest du, wenn dann, eben auch in jeder Kolonie vielleicht machen. Ja. Aber zumindest in den Kolonien, wo du Farmer überhaupt hast. Das bringt jetzt ja leider hier gar nichts. Jetzt überlege ich gerade. Hier habe ich noch Bevölkerungsraum. Ich würde eher einen Transfer nach Schwebebahn, per Schwebebahn dann vorschlagen. eben weil die da jede Hilfe brauchen können, um die Bevölkerung zu vergrößern. Wie viel habe ich da Platz auf Schwebebahn? Ich habe... Im Moment 4, also ich aber könnte, du terraformst ja mit der Zeit dann vielleicht auch, ne? Ja, ich könnte jetzt aber hier theoretisch schon mal 2 rüberschicken. Wow. Wobei, nee, dann habe ich mir die Nahrung ja komplett versaut. Wie kommt das denn jetzt? Achso, wobei ich da oben einen verschoben habe, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich blicke nicht mehr ganz so durch. Ach nee, das war Quatsch. Wenn ich so mache, dann dauert das hier aber noch echt viel länger. Ich habe hier, glaube ich, gerade einfach mir einen zu viel hier abgezogen, ja. Möglich. Ja, stimmt. Ich habe den von hier rüber gezogen und aber ich schicke jetzt einfach, dann schicke ich einen Arbeiter rüber. Ist ja, egal. Das reicht so. Dann meistens auch schon. Ich meine, die vermehren sich ja dann auch eh auf diesem Planeten, aber achso, jetzt hast du gerade zu wenig Frachter, weil damit die Siedler transportiert werden. Das dürfte jetzt aber für die nächsten 2 Spielzüge nicht so schlimm sein. Okay. Ja. Schwebebahn hat Hungersnot, aber das bedeutet jetzt noch nicht, dass da die Bevölkerung zurückgeht oder sowas. Also ich würde es jetzt einfach laufen lassen. Ansonsten kannst du auch mal drüber nachdenken, noch eine weitere Frachterflotte zu bauen. Dann hättest du wieder 5 neue Frachter. Das gucke ich mal, wo ich das am besten mache. Ja gut, hier oben dauert die Terraform einfach noch so lang. Ich baue jetzt hier oben einfach schon mal noch, ich setze die schon mal hier rein. Und ich kann da 2 Frachterflotten bauen, oder? Ja, klar, sicher. Da habe ich noch mal ein bisschen was in der Hinterhand. Die brauchen, ach, nur 2 Tage. Das geht ja voll schnell. Dann baue ich die hier noch mal kurz zwischen. Also 2 Turns. Ja. Ja. Ein Siedler ist eingetroffen. Und du siehst, jetzt hast du eben auch die Frachter wieder zurück. Ja. Und ich habe meine Merkulit-Rakete gebaut. Ja, in welche Richtung geht es jetzt weiter? Welche du willst. Also die Forschungspunkte, ne, siehst du, die werden schon beträchtlich mehr. Ich baue jetzt den Atmosphärenerneuerer. Ja? Ja. Einfach wegen deiner Produktion dann. Ja, ich muss ja auch langsam Schiffe und sowas heftig bauen und meine Güte, ist mir irgendwie lieber. Dann halt erstmal heftig forschen und dann heftig bauen. Oh, er will was mir anbieten wahrscheinlich? Ja, mal gucken. Ja, genau, Tritanpanzerung. Als hättest du es gerade erforscht. Ja. Tachyon-Scanner. Grundreichweite von... Ja gut, das ist gut gegen diese Daloks wahrscheinlich, ne? Wenn die mit unsichtbaren Schiffen kommen. Ach so, ich glaube, daran kannst du nichts ändern, aber... Ich finde den Störsender eigentlich geil, den wollte ich eigentlich gerne haben. Das stimmt. Dann bin ich ja gegen Raketenangriffe mit höherer Wahrscheinlichkeit geschützt, ne? Ach, in Bier muss man erst diesen Aal platt machen. Genau. Ja gut. Warten wir mal ab. Es schwimmt ein Aal im Bier. So, jetzt haben wir die Frachterflotte schon mal. Bodenanreichung steht auf dem Plan. Pandora war ja nichts. Man kann aber keine Planeten aus dem Nichts erschaffen, ne? Nee, das dann gar nicht. Ja. Also zum Beispiel, wenn da jetzt eben auch nur Gasriesen, ich glaube bei dem einen System da links oder so, da gibt es eben auch nur Gasriesen in dem einen System, damit kannst du nichts anfangen.
Okay. Halt Außenposten kannst du da bauen, aber ja. Diese, wenn die in Klammern gesetzt sind, heißt das, ich habe sie noch nicht besucht, ne? Ja, ganz genau. Ich kann da mal hinfliegen, oder? Ja, kannst du sicher. Ich meine, hat das mal was zu tun, dafür. Ihr seid ja miteinander freundlich. Übrigens, da siehst du diesen schön benannten, dieses schön benannte System, SSLA. Ja. Das zeigt dir schon, es ist möglich, dass sich eben auch zwei Völker ein System teilen. Ah ja, okay. Kein Grafikbug. Nö. It's a feature. It's a feature. Achso, bitte, nein, du siehst oben, ja, Bulrati entscheiden sich für Kampf. Nein. Ja. So, das ist jetzt der eigentliche Entdeckerbildschirm. Ja. Genau, das ist ein schöner terranischer Planet, den sie sich aber leider eben auch unter den Nagel gerissen haben. Ja gut, dann schauen wir mal, Nahrung haben wir im plus 1. Achso, das ist ja auch schon plus 2, der hier produziert. Aber ihn hier könnte ich jetzt nochmal hier rüber schicken. Mhm. Und ja, Schwebebahn wird ja eh weitergebaut. Schön, dass wir aber immer recht viele Forschungspunkte ja machen, durch diese ganzen Verträge, ne? Oh ja. Nein, ich meine, es kommt zwar auch den anderen zugute, aber ja, ist okay, wenn sich das bei uns so ein bisschen bald. Orion. Oh, ja. Da könntest du hinfliegen. Aber es ist wahrscheinlich gefährlich, ne? Womöglich. Hier auch, ne? Ach so, ja, nö, da musst du ja nicht unbedingt kämpfen. Aber die haben sich ja hier krass verbreitet. Wieso? Die Grauen? Ja. Die Grauen sind nur. Ach so, das sind Leere. Ach so, aber da fliege ich hier hin, da könnte also höchstens ein Monster sein. Könnte. Ja, ja komm. Na gut, ich glaube, ich verrate nicht zu viel. In der Spielanleitung, die du nicht gelesen hast, steht auch schon, Orion ist tatsächlich von einem Wächter, also einem Weltraummonster, bewacht. Und, das auch aggressiv ist? Ja, das wird dich dann auch töten, wenn du dahin fliegst. Egal, komm. Ja, aber dann bist du dein Schiff los. Ja, komm, dann mach ich's nicht. aber dann fliege ich nach Xin. Ja, warum nicht? Was ist da so los in dem System? Es ist echt ein bisschen schade, dass wir jetzt die ganze Karte kennen, weil du dann ein bisschen gespoilt bist. Ja, ist doch egal, ist doch lustig. Ja, gut. Ist doch geil. Ja. Ultraarm, aber energiebiger, unfruchtbarer. Also den könnte man zum Beispiel besiedeln. Guck, jetzt sind wir in der Auswahl. Wow. Ja, das ging relativ schnell. Ich habe schon 6 Stimmen. Ach, weil ich mich selbst gewählt habe? Nee. Ich kriege ja voll viel Stimmen gerade. Das wirst du zum Schluss machen. Ja, du bist eben ein diplomatisches Genie. Ja. Na, Mist. Euch selbst natürlich. So, und jetzt hast du 12 von 23 Stimmen. Also für ein bisschen mehr als die Hälfte hat es schon gereicht. Nicht schlecht. Aber wir wollen ja keinen diplomatischen Sieg. Oh, Trillianer und Menschen haben Krieg und Sakra und Menschen sind zusammen. Hm. Spannend. Ja, gut, da ist mal viel hin und her irgendwie. Bla, bla, bla. Besonders spannend. So, jetzt wird es langsam hier interessant. Mhm. Jetzt haben wir hier oben, hier auf Ursa 1 haben wir jetzt, okay. Außenpostenschiff schicken wir dann gleich los. Hier werden immer noch Wohnungen wie bescheuert gebaut. Die brauchen wir ja auch. Ja, Frage ist, ob wir da nicht was anderes eben auch noch. Ich meine, sowas wie eine Bodenanreicherung oder ein Klonzentrum oder sowas ist halt. Ich glaube, ich mache das. Und eine Terraformung. Es ist eigentlich alles sinnvoller als Wohnungsbau im Moment. Ja. Wo bin ich jetzt gerade? Übrigens. Bin ich auf Schwebebahn? Nee, Ursa 2. Auf Ursa 2, okay. Geh da nochmal drauf auf den Planeten. Da haben wir zum Beispiel auch noch ein Moralminus, was wir durch die Infanteriekaserne beseitigen können. Ja. Genau. Okay. Darauf geachtet, dass wir da noch eins haben. Genau, jetzt hast du das Außenpostenschiff und das ist im da bei Ursa. Du musst auf das Schiff gehen. Ja, auf das Schiff hin, genau. Und das könntest du jetzt zum Beispiel nach Vai schicken oder ja gut, im Bier wird ja nichts bringen. Nicht. Ah, ich kann es auch hier oben hinschicken, ne? Ja, klar. Sicher. Oder hier. Also ich würde es irgendwo hinschicken, wo du eh nicht planst, den jeweiligen Planeten zu besiedeln. Kannst ja mal oben gucken bei diesem Kali. Ein verstrahlter. Aber Hochgravitation ergiebig, ist gut für mich eigentlich, ne? Und verstrahlte Planeten kannst du auch terraformen, wenn du einen Strahlungsschild da drum baust, was eine spätere Technologie ist, aber schon im Bereich des Möglichen. Also, aber der Außen, kann ich aus dem Außenposten dann auch eine Kolonie da machen? Nee, das ist eben das Problem. Kann ich den abreißen? Aber
Du könntest in diesem System, nee, kannst du nicht abreißen, aber du könntest in diesem System einen Außenposten auf dem Asteroidengürtel errichten. Aber was bringt mir dann der Außenposten? Der ist zum Auftanken da. Das heißt, du hast dann größere Reichweite durch den Außenposten. Ah, aber Gegner gut. Können Außenposten eben auch zerstören, was dann in dem Falle eben nicht so schlimm ist, wie wenn es eine Kolonie wäre. Ja. Guck mal, Simak, die Menschen sind da wieder weg. Weil sie Krieg führen? Offensichtlich, das ist alles weg hier. Baust du noch gerade ein Kolonieschiff irgendwo? Ja, ich baue gerade eins hier in Ursa 1 auch noch. Nur noch 19 Züge. Du hast gerade plus 8 Nahrung. Oh, das ist, wegen der Bohnenanreicherung. Ja, stimmt. Cool, geil. Ja, dann kann ich ja hier jetzt noch mal ein bisschen Gas geben. Also jetzt machen wir Folgendes. Ich schicke jetzt ich baue den Außenposten, glaube ich, jetzt hier unten hin. Dann kann ich mich hier vielleicht sogar ein bisschen besser, also kann ich mich da einfach ein bisschen besser bewegen. Wie viel zusätzliche Bewegungsreichweite? Achso, einfach nur, weil ich ihn habe. Ja, ganz genau. Ja, okay, alles klar. Ja, ist das so sinnvoll, denn am Arsch der Welt dann zu bauen? Eigentlich ja nicht, ne? Kommt drauf an, auf wem du als erstes auf die Mütze hauen willst, aber ich meine, das Außenpostenschiff hat ja jetzt keine Ewigkeit zum Bau gebraucht. Ja, komm, dann baue ich jetzt den hier unten. Mhm. Build Outpost muss ich erst drücken? Nee. Ach, ich muss erst hinfliegen und dann kann ich es machen. Ja, genau. Okay. So, da haben wir das jetzt schon mal. Dann werden wir jetzt die Kolonie mal hier ein bisschen anders verteilen. Du könntest zum Beispiel mit deinem kleinen Späher dann gleich in das System fliegen, wo du eine Kolonie errichten möchtest. Dann, hast du sozusagen da schon mal jemanden stehen, falls dann vielleicht noch ein Gegner kommt oder sowas. Ja. Guck mal, das Problem ist, dass ich jetzt hier gerade so mega viel Dreck mache. Deswegen überlege ich jetzt eher, dass ich vielleicht jetzt nochmal hoch auf Remastered 1 einschicke, zur Terraformung. Das kann ich mir locker erlauben. Und dass ich vielleicht noch einen von hier aus auf Schwebebahn schon mal schicke. Wenn du den mal gerade in die Hand nimmst, den einen Arbeiter, ja, erhöht sich das auf 21 Züge. Ah gut, ich kann ja hier auch einen wegschieben. Ah ja, 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 genau. Dann würde ich ihn nämlich hier hinsetzen und... Okay. In 2 Spielzügen ist er da. Baut irgendwer eine Frachterflotte? Es war jedenfalls geplant. Es baut jetzt gerade niemand akut eine Frachterflotte. Jetzt hast du gerade minus 5 Frachter, ne? Also da. Ach, weil ich die gerade so schnell transportiere, aber das ist ja gleich wieder zurück. Ja, sicher. Also nach 2 Spielzügen ist es wieder zurück. Ja, komm. 5 Frachter ist aber schon ein bisschen was unter 0. Aber. Es wird schon passen. Gucken wir mal. Hauptsache, es verhungert niemand. Guck mal, im Xen-System ist gerade auch wirklich nichts los. Kein Monster. Dieser Name. Terraformung. Ihr versucht es auch immer wieder, ihr blöden Dings. Genau, die hungern jetzt so ein bisschen. Vielleicht stirbt jemand weg, mal gucken. Dauert ja jetzt auch nur noch ein Spielzug, bis sie da sind, glaube ich. Ja, komm, das müsste auch passen. Ja, ist klar, es dauert auch noch ein Spielzug. Ja, ist keiner gestorben. Ich habe irgendein Fach da, aber jetzt habe ich minus 1. Vielleicht auch einer gestorben. Nö, einfach, ich glaube, es ist noch eine Bevölkerungseinheit dazugekommen oder sowas. Ich guck mal kurz. Ja. Aber hier, ja gut, da lohnt sich's ja schon. Da sind halt im Moment keine Extras auf dem Planeten. Ja. Deswegen. Jetzt das Klonzentrum da fertig gebaut. Ah ja, das wäre jetzt. Hier einfach draufdrücken, ne? Genau. Und hier ist das Kali-System, hier ist auch nichts los. Ja. Da ist was. Fliegt wohin? Das sind die Menschen. Zu dir. Die wollten da gerade eine Kolonie errichten, glaube ich. Nee, Moment. Nee, die fliegen nach Hause. Die ja, aber mit einem Kolonieschiff. Oh, ja, stimmt. Ja, gut. Aber was soll's, ne? Ja, ich glaube, du bist ihnen zuvor gekommen. Die wollten, glaube ich, auf dem verstrahlten Planeten was gründen. Ich warte immer noch auf mein Kolonieschiff hier oben, dass ich endlich Simak mir holen kann. Ich hoffe, dass es passt. Ah, ich verdiene mir gerade eine goldene Nase. Vielleicht kann ich ja langsam doch Geld ausgeben. Ja, in der Tat. Okay, fast alles wieder weg. Nein, das will ich nicht machen. Das ist mir einfach blöd. Aber ich glaube, das ist auch sehr teuer. Wenn du noch ein paar Spielzüge wartest, dann wird es eben auch wieder deutlich günstiger. Mach jetzt den hier einfach mal. Ja, letzten Endes, was sollst du mit dem Geld, ne? Ja. So, jetzt nochmal hier vielleicht kurz sortieren. Das Klonzentrum, ja gut, das ist auch sehr teuer. Ja, letzten Endes müssen halt die Bevölkerung ausbauen. Also, wie ist das denn? Also, über das Klonzentrum
kriege ich schneller Menschen. Mhm. Aber die Wohnungen brauche ich, um den Menschen-Cap hochzutreiben, oder das geht nur über die Terraformen letztendlich? Das geht nur über die Biosphären und die Terraformen. Okay, genau. Alles klar. Ja. Also ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ich glaube einfach, Klonzentrum ist da ein bisschen effektiver als Wohnungsbau. Aber im Prinzip macht es dasselbe. Okay. Ich kann ja mal gucken, ob ich mal wieder hier irgendjemanden einen Vertrag andrehen kann. Mhm. Also mir wieder was holen kann. Auch damit können wir ja. Der Kontakt mit denen ist abgebrochen. Oh ja, das stimmt. Wahrscheinlich durch Krieg. Wahrscheinlich ist irgendwas von denen zerstört worden, was vorher erreichbar gewesen wäre. Wie gut, dass wir uns von denen vorher noch was abgeholt haben, oder? Ja, aber dadurch sind auch unsere Verträge mit denen leider weggebrochen. Hm. Alien-Psychologie ist für Spionage. Oh, plus, 30 Diplomatiepunkte. Ach so, ja, natürlich. Das ist doch gar nicht so kacke, mal gucken. Nö, das stimmt. Merkulit-Rakete. Ja, ich tue mir ja auch immer schwer mit Militärgeheimnissen. Ich würde sagen... Nein, ganz im Ernst, dafür lohnt sich das einfach nicht. Nee? Ich bin doch diplomatisch so gut unterwegs. Entscheide dich und beende damit die Episode. Okay, ich hab's genommen. Nein, komm, wir gehen noch mal kurz die Dinger durch, bevor die Episode vorbei ist. Mal gucken, was die hier vielleicht noch Spannendes sich geholt haben. Ja, alles kacke. Ja, die sind irgendwie gar nicht so gut im Stehlen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, die scheinen relativ schwach zu bleiben gerade. Kann uns recht sein. Das interessiert mich aber auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht, was die haben. Nö. Gucken wir mal kurz, was hier los ist. Buff. Die finde ich ja auch immer noch spannend, muss ich sagen. Aber die haben auch irgendwie nichts Neues mehr entwickelt, seit wir vorhin mit denen das zu tun haben. Gegen Biosphären? Ja. Ja gut, das kennen sie sich auch so, ganz im Ernst. Das bringt ja nur den Verschmutzungsgebrauch runter. Mhm. Aber ich finde jetzt für mich das tatsächlich ein bisschen geiler, die Flugabwehr zu haben. Mhm. Und dann schauen wir noch mal kurz, was unsere uralten Best Buddies, Best Friends Forever haben. Mhm. Ja, die sind leider auch nicht so stark. Ich habe das Gefühl, die könnten sogar mal gleich fällig werden, dass wir irgendwie was von denen einfordern. Einfach, um die Sache ein bisschen spannender zu machen. Okay, aber das alles in der nächsten Folge von eurem besten Master of Orion Battle at Antares Let's Play. Sozusagen Remastered of Orion 2. bis dahin. Grüße von euren Lieblings-Remastards.